wolltest schon immer Kiten lernen oder steckst gerade mitten in deiner Kite-Karriere, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Timo, Ausbilder für Kitesurflehrer beim VDWS und habe heute hier für euch das Thema Calf Jibe vorbereitet. Calf Jibe. Was ist das eigentlich? Also als Calf Jibe bezeichnet man eine durchgeglittene Halse. Das heißt eine Halse, bei der ich das Board mit Speed um die Kurve fahre. Im Gegensatz zur Straßenbahnhalse, wo einfach nur ein Richtungswechsel stattfindet, wie auf Schienen, fahren wir hier eine komplette Kurve und nach Möglichkeit mit Highspeed. Unsere Ausgangsposition in dem heutigen Tutorial ist die Fahrt in Switch-Position. Um in die Switch-Position zu kommen, kann ich das Board entweder auf der Wasseroberfläche tellern oder ich kann einen kleinen Hüpfer machen und in Switch-Position landen. Wie ihr da reinkommt, das müsst ihr üben und das bleibt erstmal an dieser Stelle völlig euch selbst überlassen. Wenn ich auf Switch-Position fahre, steht mein Kite in diesem Fall auf 10 Uhr. Er steht also tiefer als bei vielen anderen Manövern, weil wir den Kite tief durchs Windfenster fliegen wollen. Wir wollen ihn von der einen Seite auf die andere Seite fliegen und das mit einem engen Kurvenradius, sodass der Kite gar nicht in Richtung Zenit fliegt und euch auch nicht nach oben aus dem Wasser ziehen kann, sondern die Kraft des Kites stärker horizontal wirkt. Wir fahren jetzt in Switch an und halten die Kante. Der Kite steht auf 10. Mit der hinteren Hand wird ein enger Kurvenradius eingeleitet und ich halte die Kante noch einen Moment weiter. Sobald der Kite das Drehen begonnen hat und ich spüre, dass die Zugkraft zunimmt, drehe ich den Kopf, drehe die Schultern und der Belastungswechsel wird eingeleitet und ich komme von der Switch-Kante, also von unserer Zehenkante, langsam aber sicher über die Bordmitte zur Heelside, zur Fersenkante. Der Kite fliegt dabei schnurstracks von links nach rechts, in unserem Fall von 10 nach 2 Uhr. Achtet darauf, dass wenn das passiert und ihr merkt, der Kite nimmt sehr, sehr stark an Zugkraft zu, seid darauf gefasst, die Bar etwas nach vorne kommen zu lassen. Dann habt ihr kein Problem mit Überpower. Sollte euer Timing nicht exakt gestimmt haben, macht euch einfach dafür bereit, den Kite noch einmal etwas stärker runter zu lenken mit der vorderen Hand, mit der neuen vorderen Hand, um nochmal so einen extra Schub an Power zu generieren. Dadurch könnt ihr dann ohne Probleme weitergleiten. Das war im Prinzip eure erste Halse aus der Switch-Position auf die Heelside in einer flüssigen, durchgängigen und damit durchgeglittenen Bewegung auf der Wasseroberfläche. Ich wünsche euch mit diesem Tutorial wie mit unseren anderen Tutorials viel Spaß, viel Erfolg beim Üben und für Fragen stehe ich und mein Team hier in Portugal jederzeit zur Verfügung und wir freuen uns auf dich. Die haben recht, hierher zu gehen. Die haben hier recht. In Portugal hat man noch Rechte jetzt. Also es gibt hier ein grundsätzliches Recht, das ist genau, im Prinzip ist es wie überall auf der Welt. Man hat das Recht, da zu gehen und da zu stehen, wo man möchte. Solange man keinen direkten Körperkontakt aufbaut zu dem, dem man eventuell die Sicht versperrt. In diesem Fall ist es aber gar nicht schlimm, weil wir haben Zeit, wir sind im Urlaub und arbeiten nebenbei.